like some rebels. Ah, an achievement. Cowpoke. Oh. Wir haben doch gerade erst alles gegossen. Feels bad, man. Aber mal ohne Scheiß. Oh, ich geh noch mal. Ich geh. Verdammt. Was kostet ein Huhn? Ein Huhn kann nicht so teuer sein, oder? Machst du auf? Oh, um 9. Boah, wieso schlafen alle so lange in der. Dem Kaff hier? Und. Yay. Money, Money. Dein Ernst? Es ist 9 Uhr morgens, sie geht vom Tresen weg in ihr Zimmer zurück. Fabio Ali sagt nein. Oh, ich will doch nur 2 kaufen. Ich will Geld ausgeben, komm zurück. Und eifersüchtig, dass ich schon unser ganzes Budget bei Pierre ausgegeben habe. Ja, wie kannst du? Ja, mein. Farmen und so, ne? Jetzt läuft sie weg, jetzt läuft sie in die Stadt. Was ist los bei dir? Ich will was kaufen. Oh. Das für. Nee. So geht das nicht. Da muss man mal mit irgendjemand reden. Ich brauch 20 Kupfererz für Clint. Haben wir noch? Mal rein. Schau mal rein. Dream. Irgendeinen Fisch brauche ich. Jo, Hammer. Sehr schön. Schleimjäger zum Erlegen von 8 Frostgelees in den gefrorenen Tiefen der Mine gesucht. Ohohoi. 680 Goldstücke Belohnung. Was? Frostgelee? Frostschleim. Annehmen, ja oder nein? Ich weiß nicht, ob du es schaffst. Na, ich bestimmt nicht. Eben, und ich kann es nicht für dich machen. Achso. Das kann ich nicht für dich machen, das musst du leider selber. Entschuldigung. Wenn es nur Items sind, dann kein Thema. Entschuldigung. Nein. Wird nicht akzeptiert. Rostiger Löffel. Fang jetzt nicht an für dich zu singen. Kannst du vergessen. Nee, dann würde ich dich sowieso vom TS bannen. Gott sei Dank, Zeit wird's. Gedrackt. Hab ich das laut gesagt? Nein. Aber wir können jetzt ja okay. Eis kaufen. Clint war schon bestimmt. Yep. Du musst das hinterm Tresen machen. Ja, jetzt lass mich erstmal meine Geode aufbrechen. Ich auch. Ein zwölfischer Helm, okay. Hybrid. Da habe ich gefunden, Nekoid. Aber irgendwie will das Gunther nicht haben. Dann wurde er schon mal gespendet. Ja, stimmt, da liegt es auch. Ja. Den Helm kann ich aber. Den Helm kannst du. Zumindest wüsste ich nicht davon, dass wir den schon mal gespendet haben. Sehr schön. Gab es eine Belohnung? Nein. Alter, Hilfe, die Deutschen sind hier am Strand. Hä? Da liegen überall Handtücher, aber keine Leute. Oh. Krass. Immer diese Vorurteile, Alter. Schön 4 Uhr morgens an den Swimmingpool rennen. Genau. Es ist ein Sprint, kein Marathon. Schön die Handtücher hinlegen und irgendwann abends um 8 Uhr braucht das. Genau. Ja, jetzt muss ich auch nicht mehr runterschauen. Mani wieder zurück. Thunfisch, 122 cm.
Thunfisch, lecker. Ja, da was ist denn ja jetzt los? Hä? Weiß ich nicht, wieso? Sein? Mein Bildschirm ist ein riesiger roter Punkt. Geil. Irgendwas brennt hier. Dein Haus? Hä? Was? Keine Ahnung, ich mache heute jetzt ein Foto. Bin verwirrt. Genau an der Stelle hat es bei mir gerade tierisch leckt. Hm. Bundle complete. Yay. Hey, Summer Seeds. Okay. Können wir das auch mal noch anpflanzen? Was? Meine Angel ist kaputt? Hä? Hä? Dein Schwimmer ist kaputt, vermutlich. Ach du Schande. Okay, die können kaputt gehen. Ja, finde ich auch ein bisschen doof. Oh, schon wieder kein. Na gut, Regen, war glaube ich nur der nur einen Kupferbarren gekostet hat und ein bisschen Harz. Aber trotzdem. Hat mich jetzt überrascht. Was war das? Jetzt? Ich kann Kohle herstellen. Wieso hast du diesen Kohlebrennofen? Ja. Sehr schön, nice. Sofort her damit. Ja, ist ja gut, Mann. Nacht gab es ein Erdbeben, okay. Ah, Erdbeben. Jetzt ist die Zugstation oben wieder offen. Ah, ja. Ah, da will ich wieder seine Hosen haben. Natürlich muss die genau im Baum vor den Blumen wachsen. Ich hasse das. Der kommt weg. Ja. Ich glaub, Baum. Die niemand erlaubt, da zu wachsen. Ich meine, ich finde es schön, ja, er spendet Schatten, das ist gar nicht so verkehrt von Mutter Natur, aber... Er hat sich nicht an die Gameplay-Mechanik gehalten. Geht ja so nicht. Hat überhaupt nichts verloren. Erholung. Ah, Radieschensalat. Kohlsalat. Und bei jedem was anderes? Anscheinend. Okay. Donnersturm. Gewitter über Nacht, morgen und so. Das heißt, es dürfte ja regnen, hoffe ich doch. Bürger. Sehr schön. Norm, Norm. Sascha, Bürgermeister Lewis hat seine Glücksshorts verloren. Ja, ich weiß. Wo findet man die? Bei Marni. In ihrem Schlafzimmer. Da komme ich nicht rein. Nein, da kommen wir leider nicht rein. Da müsste man sich ein bisschen anfreunden mit der Ollen. Ich glaube, zwei Herzchen braucht man dafür. Nein, vier Herzchen, glaube ich. War ja klar. Bei irgendeiner Frau in der Kiste. Ja, natürlich. Wo sind die Buchsen vom Bürgermeister? Bei einer Frau im Schlafzimmer. Wo auch sonst. Ja, läuft. Ich sehe schon. Perfekt. Haben wir keine fertigen Kupferbahnen mehr? Nee. Anscheinend nicht. Scheinbar nicht. Sieht aus, als würde sie einen Sturm nähern. Rechnet mit Blitz und Donner. Jo. Sollten öfter mal auf den Kalender schauen, wegen Geburtstag und so. Ja, gut. Hat halt jemand. Keine Ahnung. Mir nur beim Vorbeilaufen gerade eingefallen. Beim Vorbeilaufen, du sagst es. Ja. Ach ja, da hängen die Geburtstage aus. Ach, scheißegal. Ach, das Fried Egg passt da rein. Sehr schön. Hat schon irgendjemand das Spiegelei gegessen?
nicht schon ein bisschen ranzig? Gut, dann natürlich hat er vor 30 Minuten zugemacht, der Honk, ey, ich krieg die. Morgen hat Chess Geburtstag. Chess, ich glaube, der kann man Trauben schenken. Ich glaube, die mag Trauben ganz gern. Lila Haare, grüne Schleife. Ja, das kleine Mädchen. Ich glaube, die mag Trauben, aber ich bin mir ehrlich nicht mehr ganz sicher. Ja, da werden wir keine haben, oder? Ich habe jetzt gerade eine. Aber ich finde morgen sicher auch noch. Da ist der Spiegel, sehr schön. Ab ins Community Bundle damit. Geh weg mit der Angel. Ja, Schmeil, wir wissen, dass du eine Pinky Angel hast. Blöder Arsch. Chefs Bundle. Fried Egg. Genau, gieß die Fackel. Geh weg von mir. Geh weg. Mag nicht schnell jemand noch eine Eisenbahn craften. Der jagt mich hier gerade durch die Gegend. Nee. Was ist denn der Plan für morgen? Sollte es wirklich regnen, ab in den Dungeon. Okay. Vorschlag zur Güte, bevor ich mir die Gießkannen-Upgrade hole, könnten wir eigentlich auch erstmal vier Hühner kaufen, oder? Ja, ich glaube, den kann man auch noch annehmen, den Vorschlag. Gerade so. Finde ich sehr freundlich von Ihnen. Danke für den Respekt. Vielen, vielen Dank. Hast du das 50 gemacht mit Fischen? War schon aber nicht lukrativ. Wie gesagt, Schmeil. Wie gesagt, mein Angelgerät ist kaputt gegangen. Aha. Dein Gerät ist kaputt gegangen. Ich konnte im Endeffekt nur eine Auster oder eine Muschel mitnehmen. Halt die Fresse, ich hab dir eine Eisenbahn gecraftet. Yay! Aber du brauchst doch das Ding nicht, du kannst ja auch ohne das angeln. Ist ja nicht so, dass du nur damit angeln kannst. Ich bin halt direkt danach zurück. Ist schon zu spät. Da warst du so frustriert. Gleich Rage Quit. Ja, genau. Kann es eigentlich passieren, dass man vom Blitz getroffen wird? Ich glaube nicht. Willst du es ausprobieren? Nö, aber ich hätte es sich halt dann hingestellt. Stell dir mal dahin und streck dein Schwert in die Luft. Genau. Wie Zelda, A Link to the Past. Da-da! Gut, andere Leute hätten jetzt vielleicht doch ihre Angel genommen. Andere Leute, genau. Ja, du halt. Leitet Iridium Strom? Bestimmt. Tiere kaufen. Vier Hühner. Kost, oh, wir haben knapp 80 zu wenig. Für drei. Okay. Für vier. Wir können halt nur drei. Kaufen. Doch wurscht. Oh. Wo hast du das hingestellt? Links. Links, links. Ach ja, neben das Gewächshaus. Alles klar. Genau. Chico! Den Schlüssel nochmal. Und jetzt kommt. Pass auf. Der Hammer. Jetzt kommt Chef! Oh Gott. Und noch einer. Kommt her hier. Schön ist auch der Übersetzungsfehler. Wähle einen Hühnerstall für die neue weißes Huhn. Oh, okay. Rambo für die neue weißes Huhn? Mit Lais oder Nudeln? Lais oder Nudeln? Immer täglich einmal rein, schauen, ob noch Futter da ist und... Und streicheln. Genau. Dass sie auch brav Eier legen. Biester. Noch mehr zu tun. Ei, ei, ei.
Ja. Okay, das letzte Huhn heißt weniger. Shakika. Warum? Wieso haben wir das den die Hühner kaufen lassen? Das ist random. Ich hab die nicht eingetippt, Peter. Haben wir jetzt eigentlich schon Heu am Start? Ja, ein bisschen was. Okay. Aber Gasstarter bräuchte ich noch. Hol ich gerade noch schnell. Ah, das sieht. Ich habe nicht gerade sonderlich gefreut über die. Ach ja, ich gehe mal angeln für die letzten paar Stunden. Wird wenigstens einer ein bisschen Geld reinholt. Ich auch. Ich habe auch Geld reingeholt. Ja, Schnei gibt's immer nur aus. Hallo, ich habe uns Chicken geholt. Chicken! Aber keine Chicken Nuggets. Chicken! Oder Kentucky Fried Chicken. Kentucky schreit. Alles klar. Ja. Ja. Schwierig. Deshalb, darum. Definitiv sehr schwierig. Ein Riffbarsch habe ich jetzt rausgezogen. Den werde ich nachher mal in die Truhe packen. So, Gras ist gepflanzt. Ziemlich rot. Ja, der Bahnhof ist offen. Bahnhof? Bahnhof. Busbahn. Oben beim Obdachlosen. Ja, wo du weg warst, waren Erdbeben und jetzt ist der Bahnhof offen. Okay. Ist einmal weg. Ja. Ah, blöde Fledermaus, geh weg. Okay, ich habe auch noch eine Rotbarbe gefangen, also ich kann dir zwei rote Fische reinpacken in die Truhe. Schaust nachher einfach mal nach, was du brauchst. Ja, schauen wir mal, hoffen wir, dass einer davon das ist. Komm her, Fledermäuschen. Komm her. Hallo. Herkommen. Nicht wegfliegen. Ah, da würde ich doch sagen, sind noch die nächsten Ziele auf jeden Fall klar. Ich hole mir die Gießkanne, du holst dir danach die Spitzhacke. Bei Gießen müssen wir ein bisschen häufiger. Jo, das schon, auf jeden Fall. Blaubarsch. 99! Komm, den Meter, den schaffe ich jetzt auch noch. Was für ein Fisch? Blaubarsch. Okay. Ja, wie gesagt, ich war gestern echt happy mit dem Hecht, den ich da rausgezogen habe. Er ist hier. Sascha, die Fische habe ich dir in die ganz rechte Truhe, in die silberne, reingepackt. Mhm. Guckst du, was du brauchst, Rest packst du, Verkaufstruhe. Weicht. Genau. Alter. Der Geist stirbt doch endlich einfach. Da geht doch. Ich mach mich auf den Heimweg. Oh, 11.30, verdammt. Da müsste ich nur noch ein Level schaffen. Oh. Ah, da ist die Leiter. Zack, bumm. Und raus hier. Ab nach Hause. Perfekt. Wieder 5 Level geschafft. Nice. Sehr schön. Jetzt hast du nur noch eine Stunde. Ja, ich bin eh gleich daher. Okay. Ich würde mal ganz kurz eine 5-Minuten-Pause machen, weil Rambo nervt hier die ganze Zeit rum. Ja, zumal alle im Bett sind. Ja, verkaufen kann ich nicht mehr, das geht sich nicht aus. Das sortiert habe und so. Boah, Katze liegt direkt vom Bett, geh weg!
So, dann drücken wir jetzt halt einfach nichts und ja. Alright. Like some rebels.